ich gehört habe, hat sich die Kaiserin Elisabeth Sissi genannt, den Apfelstrudel vom Demel unterirdisch in die Hofburg servieren lassen. Es ist ja fast schon eine Hauptspeise. Mit Suppe und Apfelstrudel, glaube ich, ist auch der Kalorienbedarf gedeckt. Es gibt eine Unzahl an Strudelarten oder Strudelsorten, allein bei den Süßen. Mein Name ist Rudolf Swohner, ich bin Chefzuckerbäcker beim Demel in Wien am Kohlmarkt und backe seit meinem 6. Lebensjahr Apfelstrudel. Wir starten beim Apfelstrudel mit dem gezogenen Strudelteig, bestehend aus Mehl, Salz, einem Ei, lauwarmem Wasser und Öl. Jetzt kommen wir eigentlich zur Hauptattraktion beim Wiener Apfelstrudel. Wir ziehen jetzt den Strudelteig. Die Brösel beim Strudel nehmen dem Apfel das Wasser, das heißt die Butterbrösel saugen das auf und er wassert nicht aus. Jetzt machen wir unsere Rumrosinen. Wichtig ist auch, die Rosinen saugen jetzt eigentlich den Rum auf. Man ist es so gewohnt, dass er süß-sauer ist, ne? Ich bin Josefa Wilhelm, bin Obstbäuerin in Buch bei Weiz, dem größten Apfeldorf Österreichs. Und wir produzieren 16 verschiedene Äpfelsorten. Das Klima hier eignet sich ganz gut für den Apfelanbau, weil wir sehr kühle Nächte im Herbst haben und sehr warme Herbsttage. Und die sind eben dann auch verantwortlich, dass der Apfel schön rot und gelb wird. Der Strudelteig ist hauchdünn. Wären die Äpfel jetzt zu stark, zu dick, zu grob geschnitten, würden die Äpfel den Strudelteig zerstören. Dann wird die vordere Seite vom Strudel nach oben gezogen und der ganze Strudel wird gerollt. Passt. Traditionell wird der Apfelstrudel als Apfelstrudel serviert, einfach mit Staubzucker bestreut und dann genossen. Einfach schmeckt er am besten.